So, heute besorgen wir uns mal ein Profilbild und zwar von Flickr. Und da gibt es auch ein paar Sachen zu beachten. Ich würde das natürlich wieder über die Creative Commons Lizenzen machen, damit man das Bild halt auch verwenden darf. Andernfalls ist das Bild, wenn man da nichts dabei steht, ja urheberrechtlich geschützt. Man darf das außer privat überhaupt gar nicht verwenden. Und da ja ein Profilbild präsentiert man der Öffentlichkeit, braucht man halt diese Rechte daran. Deswegen gehen wir hier zunächst erstmal auf Suchen, weil wir hier auf dieser Startseite noch keine erweiterte Suche haben und finden dann auf der nächsten Seite hier ganz klein erweiterte Suche. Das ist genau unser Freund, den wir hierfür benötigen, weil hier kann man dann jetzt ein bisschen danach schauen, dass hier unten Creative Commons eine spezielle Suchfunktion ist und dann suchen wir nur nach Inhalten mit einer Creative Commons Lizenz suchen und ich mache das auch hier wie bei der Musik bei Jamendo, dass ich halt nach Inhalten suche zur kommerziellen Nutzung und nach Inhalten für Änderungen anpassen oder bearbeiten suchen. Das mache ich aus dem Grund, weil ich das gerne habe, dass ich die Dinge, die ich finde und für die ich mich dann entscheide, um sie zu laden, halt möglichst weitflächig da verwenden kann. Und dann gehen wir mal nach hier oben und tragen hier mal etwas Schönes ein. Da können wir dann hier mal Ferrari ein. Wir versuchen nur nach Ferrari, das ist, nennen wir ja später so. Gucken wir mal, was er uns hier jetzt präsentiert an Ferraris, die man da kommerziell nutzen darf. Ha. Und da haben wir zum Beispiel schon ein Autologo, das ist ja zum Teil beliebt bei Leuten, die da als Profilbild sowas haben möchten. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf und sehen hier schon Favoriten freigeben, älter. Dieses Foto gehört zu, Fotostream von Helena, da. Und dann klicken wir auf das Bild, dann haben wir das in einem dunklen Hintergrund, dann sieht man vielleicht auch ein bisschen besser, wie das wirkt. Gucken bei alle Größen anzeigen, vielleicht gibt es ja auch noch etwas Besseres. Und an dieser Stelle haben wir schon eine ganz schöne Seite, da haben wir dann die Fotos in allen Größen, die zum Download zur Verfügung stehen. Ich mache das hier mal groß und naja, hier auf direkt auf Folge klicken. Und hier oben sehen wir die Creative Commons Lizenzen, die für dieses Bild gelten. Das ist schon mal sehr gut zu wissen, dass diese Lizenzen hier einmal mit dem Bild zusammen auf einem Bildschirm zu sehen sind. Wir machen das immer ein bisschen kleiner mit String minus. Und bei diesen Creative Commons Lizenzen kann man dann hier oben draufklicken. Da wird man dann auf die Seite von Creative Commons verwiesen und kann sich hier die Lizenzbedingungen durchlesen. Weil es gibt bei Flickr das Problem, dass wenn man das Bild runterlädt, die Lizenzbedingungen halt nicht dabei sind. Die muss man sich halt irgendwie dazu besorgen und dabei dann halt auch darauf achten, dass das Bild zum Zeitpunkt, als man es runtergeladen hat, diese Lizenzbedingungen hatte. Nachdem wir uns hier informiert haben, können wir hier wieder ein kleines Stückchen zurückgehen und hier gibt es dann halt die verschiedenen Bildgrößen, die man sich aussuchen kann. Hier sucht man sich dann jetzt zum Beispiel erstmal etwas aus, was für einen dann richtig ist, was man da verwenden möchte. Man kann ja da nicht immer alle möglichen Formate halt hochladen. Wir wählen jetzt einfach mal ein mittleres Bild aus. Dann sehen wir hier das Bild mit diesen Lizenzbedingungen, machen das ein bisschen größer. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich einen Screenshot mache, damit ich einmal das Bild mit den Creative Commons Lizenzen und dem Autor, dem Anbieter, der steht auch noch hier oben, für mich habe. Und zwar mache ich einen Screenshot, bei dem man halt auch unten die Funktionsleiste, ist jetzt nicht im Bild, aber die wird gleich beim Screenshot dabei sein, mit Uhrzeit und Datum. Weil wenn das Bild weiter verarbeitet wird, hat man zwar über das Kontextmenü zuletzt bearbeitet, aber wenn man nicht das Original behält, sondern halt
die Bearbeitung halt immer wieder drüber schreibt über sein Original, dann kann es sein, dass man da eventuell nicht die Möglichkeit hat, das entsprechend nachzuweisen. Dann muss man halt später wieder auf die Suche gehen, muss hoffen, dass sich nichts verändert hat. Und das ist halt meine Methode, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie man hier das besser machen kann. Ich bin dafür, dass mir dann vielleicht jemand einen Tipp gibt, wenn da jemand noch eine bessere Methode hat. Dann würde ich nämlich dem anschließen. So schneide ich das jetzt einmal komplett aus. Zack, hier haben wir es. Und auch bei diesem Bild hat man natürlich dann über das Datum in der unteren Bildleiste und die Uhrzeit halt die Möglichkeit des Nachweises, dass man das da halt runtergeladen hat. Ob das jetzt so wasserdicht ist, kann ich auch nicht so hundertprozentig sagen, weil das lässt sich selbstverständlich auch noch bearbeiten. Aber das könnte man dann über das Kontextmenü möglicherweise feststellen, wenn man das abgespeichert hat. Was willst du von mir? Wir möchten hier jetzt zu Bildern gehen. Und gucken bei öffentliche Bilder, da habe ich Flickr-Bilder unter CC-Lizenz, habe ich mir einen kleinen Ordner gemacht. Da machen wir jetzt unser kleines Ferrari-Ordnerchen einfach dazu. Wir nennen das dann auch Ferrari. Zack. Klicken da drauf und schreiben da rein Ferrari. Als Dateiname. Da müssen wir aber gleich noch ein bisschen was dran schrauben, weil es für die spätere Bearbeitung halt nett ist, wenn wir zum Originalbild noch ein paar andere Informationen haben, die sich dann halt immer wieder anzeigen lassen, wenn wir da mitarbeiten in verschiedenen Programmen. Das hier sind Creative Commons Lizenzen. Wer dazu was lesen möchte, der sollte hier bei Wikipedia nachschauen, hier oben in der Leiste sieht man die genaue Adresse, wikipedia.org. Es gibt die Creative Commons Lizenzen in 4 rechte Modulen. Das ist einmal bei Namensnennung, NC nicht kommerziell, ND keine Bearbeitung. Das ist das, was ich niemals runterlade, weil damit kann man ja im Grunde nichts anfangen, weil zum Teil selbst das Runterladen und Abspeichern wäre streng genommen schon eine Bearbeitung. Und da würde ich mich persönlich auf nichts einlassen. Das ist eine Geschichte, das mache ich auch bei mir bei Musik nicht und bei Bildern auch nicht. Obwohl man natürlich sagen kann, ich lade das Bild runter, stelle das dann als Profilbild rein. Aber wenn man schon die Lizenz dann über das Bild schreibt, ist es ja eine Bearbeitung. Also nee, ich bin da zurückhaltend. Dann gibt es hier SA, Share Like, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Das finde ich auch noch in Ordnung. Aus diesen 4 Modulen ergeben sich die 6 aktuellen Lizenzen, die man hier sehen kann. Und das ist natürlich die einfachste, ist bei Namensnennung. Wenn bei einem Bild überhaupt gar nichts dazu steht, kann es sein, dass man unten in der erweiterten Suche nicht angeklickt hat, dass man ein Bild mit Creative Commons Lizenz suchen will. Das bedeutet, dass an dem Bild keine Urheberrechte freigegeben sind. Es ist kein Public Domain, man darf es überhaupt gar nicht verwenden, also außer für sich zu Hause auf dem PC, für den Hausgebrauch womöglich. Aber das ziehe ich dann halt überhaupt gar nicht runter. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Bilder ich dann hier nur auf meinem Rechner hier für mich persönlich haben sollte. Dann die zweite Form ist Buy und Share Like, Namensnennung, Weitergabe unter den gleichen Bedingungen. Das finde ich auch noch super. Dann Buy und keine Bearbeitung, also Namensnennung, keine Bearbeitung. Das schaltet für mich völlig aus. Dann haben wir Buy und No Commercial. Darauf verzichte ich. Das könnte man natürlich nehmen, gerade als Profilbild, wenn man nicht irgendwie einen Online-Shop hat oder so, wo man das verwenden möchte. Kann man das als Privatperson wahrscheinlich in irgendwelchen Foren natürlich benutzen, aber ich möchte das bei mir nicht, weil ich möglichst viel mit den Sachen insgesamt machen will, obwohl ich natürlich nicht irgendwie eine Möglichkeit sehe, damit irgendwann mal Kohle zu verdienen. Dann haben wir Buy, No Commercial, Share Alike, Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Da verzichte ich auch drauf, weil das ist mir dann hier schon wieder zu viel. No Commercial, also Buy und Share Alike finde ich okay. Das ist hier oben die zweite Lizenz. Auf diese Geschichte verzichte ich. Und dann haben wir Buy, NC und ND.
Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung. Das ist für mich persönlich Gift, weil ich, wie gesagt, wenn man die Lizenz auf das Bild schreibt, um es dann hochzuladen, damit sich die Lizenz wenigstens irgendwo im Bild befindet, auch wenn man sie dann da in dem Thumbnail nicht sehen kann, reicht es ja, wenn es dann auf dem heimischen PC zitiert ist und sichtbar gemacht werden kann. Ne? Und sei es, indem man dann halt den User fragt, kannst du mir mal kurz das Originalbild schicken, das du hier reingestellt hast, damit wir kontrollieren können, ob die Lizenzbedingungen und die Zitierweise korrekt ist. Also das nehme ich auch nicht und deswegen, ich nehme dann bei und bei SA. Deswegen habe ich halt auch am Anfang das zusätzliche, unnötige Häkchen gemacht bei Bildern, die man kommerziell ausnutzen darf oder nutzen darf. Weil dieses Bearbeiten, das läuft auch unter dem Begriff der Veränderung. Da gibt es hier bei Wikipedia halt auch eine kleine Definition. Und wer sich das durchliest, was jeder vielleicht auch mal generell machen sollte, dann gibt es da Begriffe wie Abkehr, Abwendung, Neuerung, Neugestaltung, Neuregelung, Umbruch, Umkehr, Umschwung, Umstellung, Wechsel, Wandel, Wende. Wandel ist ja schon... Also hier sind nur Begriffe, die... ausführungsbedürftig sind, unbestimmt sind und von daher ist an dieser Stelle wirklich mit Vorsicht zu arbeiten. Ich würde da kein Risiko eingehen, weil es gibt bei Creative Commons, wie man bei Kritik und Probleme jetzt wieder bei Wikipedia unter Creative Commons sehen kann, halt da auch Geschichten, die offensichtlich nicht so gut gelungen sind. Da gibt es einmal diese Geschichte mit dem ND, No Derived Work, nicht trivial zu verstehen, dass man da also wirklich sehr genau sein sollte. Also ich verwende das aus diesem Grund halt nicht. Und es gibt auch Verträglichkeitsprobleme, das ist auch sehr interessant, innerhalb von Creative Commons. Das heißt, wenn man unterschiedliche Creative Commons Lizenzen hat, kann es sein, dass die Lizenzen bei SA und bei No Commercial Sharealike nicht miteinander verwendet werden können, weil der Rechtegeber, der genannt werden möchte und darauf und Sharealike halt der Ansicht ist, dass das Gesamtwerk nach der Bearbeitung halt auch nur unter der Verpflichtung der Namensnennung weitergegeben werden sollte, würde dann in seinen Urheberrechten beschränkt werden, wenn eine Einschränkung dahingehend erfolgte, dass man dieses Werk dann nicht kommerziell nutzen darf. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, da ist es dann wohl eher so, dass das eingeschränkte Nutzungsrecht oder Urheberrecht hier die weitergehende Fassung halt überwiegt, weil es wird ja hier der Namensnennung immer noch Genüge getan, aber mit derselben Argumentation kann man natürlich auch die andere Ansicht vertreten, dass also auch kein Grund ersichtlich ist, warum man hier diese weite Fassung nicht gelten lassen sollte. Auf jeden Fall kann es nicht sein, dass, das ist meine persönliche Ansicht, dass bei einer Kombination dieser beiden Rechte die weitergehende Fassung, die engere, überwiegt. Also wenn eine Kombination möglich sein soll, dann nur unter der eingeschränkteren Variante, dass dann bei einer Kombination dieser beiden Lizenzen in dem neuen Werk, die hier die Namen genannt werden müssen, das Gesamtwerk nicht kommerziell genutzt werden darf und auch hier das weitere Gesamtwerk nur unter diesen identischen Lizenzbedingungen weitergegeben werden darf. Also entweder vertraut man darauf, was allerdings sehr problematisch sein kann, oder man geht auf Nummer sicher und verwendet in seinem Werk, wenn man etwas sucht, immer nur Creative Commons Lizenzen, die identisch, also gleich sind. Dann ist man auf der sicheren Seite und man weiß, was man damit auf jeden Fall machen kann und warum ein Risiko eingehen, wenn man sicherlich auch anderes Material findet, das verwendbar ist, um dann da möglicherweise irgendwelchen Diskussionen aus dem Weg gehen zu können.